Was ich hier von mir geben möchte, dreht sich um Software, Softwareentwicklung und Software in der echten Welt. Ja? Ich habe das jetzt hier auch benannt, Unterschied zwischen Design und Code, und wir werden jetzt gleich sehen, warum und was das miteinander zu tun hat. Vielleicht mal ein paar einleitende Worte. Sicherheit und Software gehören spätestens seit Erfindung vom Internet zusammen, eigentlich schon davor. Und bei Software gibt es schon länger. Also Software ist ja nichts Neues eigentlich. Ja? Wenn man die Software als Algorithmus sieht, dann ist Software eigentlich schon über 1000 Jahre alt oder älter. Ja? So wirklich echte Software, wie sie heute kennen, gibt es tatsächlich schon seit dem 19. Jahrhundert. Ja? Digital hat das Ganze seine Fortführung gefunden 1943, auch als militärisches Projekt, ähnlich wie das Internet. Wir haben dann sogar die ersten Viren, das heißt spätestens hier kommen wir dann auch zum Thema Sicherheit. Der erste Virus, der sich übers Netz verbreitet hat, war tatsächlich ein Forschungsprojekt. Man wollte wissen, geht das und wenn ja, wie? Und man hat auch gleich einen Cleaner geschrieben, der den Creeper-Virus jagt und löscht. Das war ein Experiment, was 71 durchgeführt wurde. Also Computerviren sind auch sehr alt. Ja? Älter als Facebook, Twitter und YouTube. Der erste Virus ist entgegen den Behauptungen von Mac-Fans für den Macintosh geschrieben worden und hat damit auch Fuß gefasst, noch bevor es in der PC-Welt passiert ist. Ja? Was? DRP? Das kann sein, ja. Also das, ich weiß es nicht genau, wer das, also müsste man nachschauen, aber das, man sieht es ja nicht, das ist ein Link, da kann man schauen. Ja. So, Sicherheit hat auch eine Geschichte, ja. Und wenn ich die jetzt mal wegnehme, was Sicherheit bedeutet, ist aber eigentlich, ich möchte, dass meine Software stabil ist, dass sie nicht aufhört zu arbeiten, wenn ich sie brauche, dass sie nicht abstürzt und nicht irgendwie irgendwas macht, was ich nicht vorgesehen habe. Ja. Sicherheit im Deutschen ist ein bisschen eine Mischung, weil im Englischen gibt es so etwas Schönes wie Safety und Security. Das sind zwei verschiedene Dinge, die verwandt sind. Aber Safety ist so das, was die Ingenieure machen. Sicherheitsrahmen einbauen, also sprich etwas designen und dann die ganzen Belastungen mal 2x, 3x, 4x, 10 nehmen. Das macht man in der Softwareentwicklung eher nicht. Ja. Da hat man eher andere Themen. Aber prinzipiell soll Software erstens sich selbst beschützen, soll sich anständig benehmen und das tun, was man von ihr will. Ja? So, und jetzt haben wir über Code geredet, jetzt haben wir aber auch Daten. Code sind die Programmausführschritte, die eine Software ausführt. Es gibt die semantische Unterscheidung Code und Daten. Die sind aber leider nicht ausgeschlossen, weil wir haben leider eine Computerarchitektur, wo Code und Daten über denselben Datenbus gehen, mal so, ja. Das heißt, ob jetzt etwas Code oder Daten ist, ist kontextbezogen und viele Daten werden einfach interpretiert. Das heißt, wenn ich jetzt ein PDF öffne, dann ist das zwar kein Code, aber das Ding, was das PDF darstellt, muss irgendwas tun, ja. Das heißt, es gibt da irgendwie einen Zusammenhang. Und es tut gut daran, diese Sachen gleich zu behandeln. Das nächste, Annahmen. Wenn ich jetzt will, dass die Software sich brav verhält, ja, dann müsste ich ja wissen, was die Software tut und die Software muss wie immer wissen, in welchem Zustand sie sich befindet. Das stimmt aber nicht. Ja? Weil wenn Sie mal Softwarecode anschauen und schauen, wie eine Software arbeitet, Sie treffen spätestens nach 100 Zeilen auf irgendwelche Annahmen, dass das wohl so sein wird und deswegen machen wir jetzt weiter. Ja? Das reicht oft nicht, weil der Code muss ja immer wissen, bin ich korrekt, bin ich nicht korrekt, bin ich am Anfang, habe ich ein Ende. Ja? Das ist auch nicht trivial herauszufinden. Und das nächste, was wir halt haben, ist, wir haben 1001 Abkürzungen, die in der IT-Welt verwendet werden, die ist ohnehin immer voller Marketingbegriffe. Ja. Aber was ich jetzt betrachten möchte, ist, ich möchte hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Also wie messe ich jetzt oder wie kann ich jetzt sagen, in der Software sicher, was muss ich behandeln? Und ich möchte jetzt gar keine Begriffe verwenden, die in der Werbung verwendet werden. Ja. So.
Wenn ich sichere Software haben will, muss ich sie sicher programmieren. Es gibt da den Begriff Secure Coding, der ist in letzter Zeit halt sehr beliebt. Ja. Was ist das? Es ist im Prinzip die Idee, dass ich Sicherheit implementiere, kritische Fehler vermeide. Und die Secure Coding Methodologie besteht zu 90% aus Checklisten. Ich habe eine Liste, das darf ich machen, das darf ich nicht machen. Und dann gibt es Techniken, es gibt gewisse Funktionen, die halt bessere Eigenschaften haben als andere und die soll ich verwenden. Ja? Das bedeutet aber für die Softwareentwicklung, eine Software, die den Anspruch hat, sicher zu sein, hat immer mehr Codezeilen als eine solche, die es nicht hat. Weil wenn mir Sicherheit egal ist, dann kann ich eine viel Anzahl von Codes-Funktionen rauslassen und das funktioniert immer noch, bis es halt nicht mehr geht. Und dieser zusätzliche Code besteht aus Abfragen, Ausnahmen, Fehlerbehandlung und letztlich ist auch beim Secure Coding das schwächste Glied maßgeblich für die Sicherheit. Ja? Secure Coding kann ich jetzt machen für Applikationen, für Apps auf Smartphones, für Betriebssysteme, für Firmware, wie ich möchte. Ja, ist universell gültig. Nur, Secure Coding kann ich nur machen, wenn der Code noch lebt. Ja? Secure Coding für den C64, das C64-Betriebssystem, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder C64 für den Z3 aus 1943, ja, geht halt nicht. Ja? Und das nächste ist, ich habe Software, die ist älter. Also ich weiß nicht, wer noch ein bootendes Windows 98 gesehen hat in letzter Zeit. Es gibt sie noch. Ja. Es gibt auch Business-Software, die einfach älter ist. Die wird halt gut eingesperrt, die bleibt so und da kann ich auch nichts mehr machen. Das gilt aber auch für Bibliotheken, Firmware. Es gibt auch Geräte, die schon seit Ewigkeiten in Betrieb sind. Ein Kollege von mir hat mir neulich erzählt, er hat eine Alarmanlage, die ist völlig autark, batteriebetrieben, läuft seit 97. Er macht keine Updates, weil sie funktioniert. Ja? Aber da kann ich halt Secure Coding nicht mehr nachrüsten, weil das ist halt ein altes Produkt. Ja, aber es gibt jetzt in der IT-Security einen Begriff, der nennt sich auf Englisch Mitigation, auf Deutsch Abschwächung. Wenn ich jetzt einen Fehler finde, dann versuche ich ja, den Effekt von dem Fehler zu minimieren. Also ich versuche, die Folgen abzuschwächen. Das ist kein Secure Coding. Das ist zwar eine Maßnahme, die mir hilft, Schaden zu begrenzen, aber wenn ich das mache, ist ja schon irgendwas passiert. Ja? Und zu den Abschwächungsmaßnahmen gehören halt dann eine ganze Reihe von Techniken, die man in Betriebssysteme und Applikationen eingebaut hat. Sie haben zum Beispiel die Randomisierung von Adressen, dass Angreifer nicht raten können, wo welcher Code sein wird oder welche Daten. Sie haben dann den ganzen Schutzpufferüberlauf in allen Formen und Farben. Sie haben in Prozessoren die Möglichkeit, bestimmte Speicherbereiche als Daten zu markieren und nicht als Code. Ja. Und dann haben sie darüber hinaus Sandboxen, also die ganzen Browser öffnen ja die Webseiten in einer Sandbox. Die Idee ist, dass man Webseiten voneinander abtrennt, um einfach den Schaden zu minimieren. Und was sie dann noch haben, sind Container. Container-Software ist sehr beliebt. Das Problem ist nur, wenn sie das alles haben, ist das keine Sicherheitsmaßnahme. Das ist bestenfalls irgendetwas, was ihnen dann hilft, wenn es schon zu spät ist. Nämlich, das sind Airbags. Ja? Autos haben auch Airbags. Das ist eine Schutzmaßnahme. Wenn Sie den Airbag brauchen, haben Sie ein Problem. Und das ist bei der Software auch so. Ja? Wenn Sie mal diese Schutzmaßnahmen brauchen, ja, dann ist bereits schon was passiert. Und es geht aber darum, dass das nicht passiert. Also dass Sie das gar nicht erst verwenden. Ja? Und dass Ihre Software wahrscheinlich sogar auf einem System laufen kann, was diese Schutzmaßnahmen nicht hat. Und wenn Sie jetzt Secure Coding hernehmen, dann verläuft es in den meisten Fällen so. Ja? Man nimmt seine Codebase, schaut die Checklisten nach, macht dann eine Volltextsuche, ja, sucht halt, was darf ich nicht machen, findet das, behebt das, ja, gemäß Checkliste, also das soll ich nicht, das soll ich. Wenn ich Glück habe, verstehen die Entwickler noch Verschlüsselung, ergänzen die halt irgendwie. Ja. Wenn ich viel Glück habe, verstehen sie auch, wie man Teile von Clients oder Servern identifiziert, sodass man sich wer ausweist. Dann wird das Ganze neu zusammengebaut und wieder herausgegeben. Ja?
Wenn Sie mal Software-Dokumentation lesen, passen Sie auf, wenn in der Dokumentation irgendwo drin steht, diese Software darf nur in internen Netzwerken verwendet werden, können Sie davon ausgehen, dass Fehler drin sind. Oder, dass diese Checkliste nur in Teilen gemacht wird oder ganz fehlt. Ja? Weil sonst stünde das ja nicht drin. So, das ist jetzt Secure Coding. Ich möchte Secure Coding nicht schlecht reden, weil das ist unbedingt notwendig und sollte Bestandteil einer jeden Softwareentwicklung sein. Ich möchte jetzt aber noch einen Schritt zurückgehen. Ich möchte nämlich jetzt schauen, was können wir denn tun, bevor noch irgendeine Zeile Code geschrieben wird. Und das Ganze nennt man Secure Design. Secure Design ist alles, was die Vorbereitung umfasst, bevor noch eine Software Code hat. Also bevor ich noch anfange, irgendwas zu machen, überlege ich mir, was kann ich denn am besten tun, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Und das Erste, was man macht, ist eine Klassifizierung. Weil Secure Coding über alles zu legen, ist teuer. Und ich muss mir ja überlegen, welche Daten will ich eigentlich verarbeiten, wie schauen die aus. Das muss einfach jeder wissen. Ich muss wissen, okay, was macht die Software, was benötigt sie und was produziert sie. Das muss ja bekannt sein, sonst kann ich ja nicht programmieren. Wo kommen die Daten her? Was wird mit den Daten gemacht? Sicherheitsprobleme haben sie nämlich oft in Insellösungen, wo die Developer gar nicht wissen, von wo die Daten kommen und wohin sie gehen. Es gibt solche Produkte, die wissen gar nicht, warum sie das machen, also warum wahrscheinlich schon, aber wer, wissen die nicht. Und wenn Sie diese Klassifizierung haben, dann können Sie mal die Daten, die Sie verarbeiten, grob einteilen in kommt von vertrauenswürdigen Quellen, kommt nicht von vertrauenswürdigen Quellen, wie auch immer. Ja? Da haben Sie schon mal eine Idee, was Sie achten müssen. Das Nächste, was man dann macht, ist, wenn die Daten kommen und gehen, dann passieren sie ja bestimmte Übergänge. Wenn ein Webbrowser eine Webseite aufruft und Sie ein Formular ausfüllen, haben Sie einen Übergang. Weil Ihr Webbrowser hat mal die Daten und dann hat sie den Server. Und dann hat sie ein Skript und dann hat sie eine Datenbank. Ja? Und das heißt, da gibt es ja irgendwelche Übergänge und die müssen Sie alle kartografieren, müssen schauen, welche Grenzen überqueren die Daten, wer kommuniziert mit wem, auch intern, ja? Auch welche Softwarebibliothek, welche Komponente hat welche Daten, wo gehen die hin, ja? Wie werden die transportiert, welches Objekt verwendet die. Ja? Und das machen sie halt durch den ganzen Prozess, weil Code haben sie noch keine. Und dann, und das sollte auch jede Software können, das ist auch der schwierigste Punkt, eine Software startet an einem gewissen Punkt, tut was und hört dann auf. Ja? Der Punkt des Aufhörens ist schwierig zu bestimmen, da gibt es Halteprobleme in der Informatik, aber was man so gut wie möglich tun sollte, ist die internen Zustände verfolgen. Habe ich die Daten schon bearbeitet, habe ich sie nicht, habe ich sie abgegeben, habe ich sie geprüft, gibt es einen Fehler? Ja? Und man kann sich dann Anleihe nehmen, wenn Sie zum Beispiel moderne kryptografische Algorithmen nehmen, und es werden ja immer wieder neue entwickelt, die Kryptologen müssen, wenn sie einen Algorithmus einreichen, wo auch immer, für einen Wettkampf oder für eine Standardisierung, müssen sie nachweisen, oder müssen sie einfach eine komplette Zustandsbeschreibung des kompletten Algorithmus abliefern. Das heißt, das muss dokumentiert sein. Das ist für einige Softwareprojekte unmöglich, weil sie einfach zu viele Zustände haben, aber sie können sie mal versuchen. Es schadet auf keinen Fall. So, das nächste ist, bevor noch der Code geschrieben wird, muss man die Plattform sehr gut kennen. Weil, Sie haben mal die Hardware. Ja? Wenn Sie sich mal an Anfang des Jahres erinnern, Meltdown, Spectre, selbst die Hardware ist nicht unfehlbar. Das heißt, Sie landen vielleicht mal irgendwann auf irgendeinem Prozessor, der irgendeinen Designfehler hat. Ja? Hier stehen jetzt keine Hersteller, weil Sie können davon ausgehen, dass überall Bugs drin stecken. Vielleicht sind sie noch nicht gefunden, aber das ist halt einfach so. Ja? Und wenn Sie sagen, ist mir doch egal, ich programmiere Java, Python oder irgendwelche Hochsprachen, naja, worauf laufen die? Auf Prozessoren. Irgendwann kommt es auf die CPU. Ja? Und wenn Sie Spectre und Meltdown nehmen, Spectre und Meltdown hatte Proof of Concepts in Assembler, C und JavaScript. Das heißt, das ist die ganze Palette und sie kommen nicht aus. Das nächste ist, dass die CPUs nicht kompatibel sind, auch intern nicht in der Architektur, das müssen Sie zumindest mal wissen. Ja? Das nächste ist, Sie haben dann eine Entwicklungsumgebung, Sie haben einen Compiler, einen Interpreter oder beides, ja? Die haben auch alle Eigenheiten und Bugs.
Dann haben Sie noch Features, dann haben Sie Standards, dann haben Sie Programmiersprachen, die die nächsten Standards implementieren. Bei C++ haben Sie mittlerweile alle 3 Jahre einen neuen Standard, das ist schön geregelt. Bei Java steht jetzt Java 9 ins Haus, es wird in Java 10 kommen. Sollten Sie wissen, was da alles passiert. Ja? Dann haben Sie Betriebssysteme, weil auch wenn wir die Cloud haben, ja, irgendwo ist ein Betriebssystem, egal wo. Ja? Und zurück zu Spectre und Cloud, Betriebssysteme betreiben die Cloud, die läuft auf Hardware, das heißt, sie haben in der Cloud-Plattform Bugs. Was man sich da merken sollte, ganz generell ist, die heutige Performance kriegen Sie nur zustande, wenn Sie Zwischenspeicher haben. Ohne Zwischenspeicher geht gar nichts. Zwischenspeicher können Sie nicht steuern. Wenn jetzt die Hardware oder Ihr Compiler, Ihr Interpreter, Ihre Softwarebibliothek irgendwas zwischenspeichert, haben Sie meist keinen Zugriff drauf. Und Sie sollten aufpassen, welche Daten Sie da reinpacken, weil es kann sein, dass Sie die nicht mal löschen können. Und dann haben Sie halt Softwarebibliotheken, da gibt es auch ein eigenes Feld. Aber das sind Sachen, die werden gern vergessen und oft wird hier eine Wahl getroffen, die es unmöglich macht, Secure Coding richtig umzusetzen. Was Sie jetzt theoretisch noch machen müssten, wäre die Bedrohung analysieren. Das lasse ich mal weg, weil Threat Modeling ist primär interessant für Controller, weil Sie nehmen alle Bedrohungen, die Ihnen einfallen, nehmen die Top 10, die zum Budget passt, und machen da einen Cut-Off. Das hilft uns nichts, weil dann ist irgendwo ein Bug dabei, der doch noch funktioniert. Gut, aber wenn es Secure Coding Prinzipien gibt, gibt es ja sicher auch Secure Design Prinzipien und glücklicherweise sind die wesentlich kürzer als für Secure Coding. Nämlich, was sie haben, ist das erste, minimieren der Angriffsfläche. Muss die Software in ihrer ganzen Breite und Fülle und Applikationen vollständig erreichbar sein? In der Regel nein. Ja? Und schauen Sie, dass Sie minimale Erreichbarkeit, minimale Angriffsfläche haben. Wenn Sie schon irgendwelche Einstellungen haben, verwenden Sie Secure Defaults. Das Internet ist voller Standard-Passworte und Standard-Logins. Und ich bin immer sehr angetan von Geräten, die keins haben. Sondern wenn Sie das Gerät einschalten, kriegen Sie mal eine Aufforderung, ein Passwort zu vergeben und damit haben Sie kein Standard-Passwort. Und wenn Sie sagen, will ich nicht, können Sie das Gerät nicht verwenden. Das ist eine schöne Sache. Das spart ziemlich viel Ärger. Dann sollten Sie, und das gilt immer in der ganzen IT-Security, für alles, was Sie tun, auch in Software, minimale Privilegien verwenden. Genauso viele, wie Sie brauchen und nicht mehr. Ja? Zu wenig ist kein Problem, weil dann geht es eh nicht. Das kommen Sie dann drauf. Das nächste ist Raumverteidigung. Das können Sie in Netzwerken verwenden, aber auch in Software, weil Sie müssen sehr viel Daten validieren. Das können Sie zum Beispiel machen im Browser, am Server, im Skript, in der Datenbank und sonst wo. Das heißt, Sie machen einfach 4-mal eine Validierung statt einmal, weil es kann ja sein, dass irgendwo dazwischen irgendwas schief geht. Das nächste ist, Sie müssen davon ausgehen, dass Ihre Software irgendwann mal irgendwas nicht kann. Weil kein Speicher da ist, weil kein Netz da ist, weil irgendwas passiert. Wenn das passiert, dann sollte die Software den Fehler möglichst schön abfangen, ohne dass die Airbags aufgehen. Ja? Und das haben Sie ja beim Auto auch meistens. Ja? Wenn Sie beim Einparken die Stoßstange berühren, gehen die Airbags nicht los. Ja? Praktische Sache. Und das sollten Sie bei Ihrer Software auch so designen. Das nächste ist ziemlich schwierig umzusetzen, speziell in Clouds oder bei Cloud-Anbietern oder wo auch immer das Ding jetzt ist. Ja. Aber Sie sollten eigentlich Dritten nicht vertrauen und dazu gehören generische APIs, ja. Dazu gehören Softwarebibliotheken, weil die Softwarebibliotheken verwenden Sie ja, weil Sie sie nicht schreiben wollen. Das heißt, andere haben sie geschrieben und ob die genau denselben Standard umsetzen wie Sie, wissen Sie nicht. Ja. Dasselbe gilt halt auch für APIs von Anbietern, die zum Beispiel irgendwelche Webservices anbieten. Wenn Sie den Code nicht geschrieben haben, dann können Sie nichts über den Code sagen und so sollten Sie auch mit diesen Schnittstellen umgehen. Das nächste ist Aufgaben verteilen und verkapseln. Das ist auch so ein Standard in der objektorientierten Programmierung. Wird aber manchmal nicht gemacht, weil man sagt, naja, das ist ein internes Objekt, das brauchen wir, da kann man schon mal eine Ausnahme machen. Können Sie, aber sobald das sich vermischt, haben Sie dann irgendwann mal ein Problem. Und das nächste ist, Ihre Software sollte nicht, da haben wir einen schönen Bogen zur freien Software, wenn die Sicherheit Ihrer Software darauf beruht, dass Sie sie nicht einsehbar machen, dann weiß ich jetzt schon, dass sie Bugs hat.
die nie gefunden werden. Oder wenn sie gefunden werden, dann so, dass, wie sie es nicht wollen. Ja? Hier stehen auch keine Beispiele, ja, aber wenn ihr Schutz daran besteht, dass sie den Quellcode nicht freigeben oder nicht einsehbar machen, weiß ich schon, dass sie irgendwas vergessen haben. Und das Nächste, das widerspricht jetzt ein bisschen all diesen Dingen, aber wenn Sie die Wahl haben zwischen zwei Sicherheitsmaßnahmen, die leicht und schwer sind, nehmen Sie immer die leichte Variante. Leicht heißt nicht nutzlos, sondern leicht heißt leicht, ja? Überschaubar, wartbar, verstehbar. Aber das sind so die Prinzipien von Secure Design. Ja? Und Sie haben noch eine weitere Möglichkeit, wenn Sie dann so langsam an den Code denken, wenn Software Algorithmen sind und Algorithmen mathematisierbar sind, könnte man sie nicht in Software schreiben, könnten Sie die Mathematik anrufen und überlegen, kann die Mathematik meinen Code testen? Und die schöne Antwort ist, ja, kann sie. Es gibt sogenannte formale Methoden, die können verwendet werden, um Gleichungssysteme zu lösen. Und wenn Sie diese Methoden auf Software übertragen, müssen Sie halt zuvor Ihre Software mathematisieren und dann können diese formalen Methoden Ihnen sagen, ob das, was Sie da vorhaben, überhaupt geht. Ja? Zum Beispiel, kann ein Code diese Zeile erreichen? Kann ein Code zu diesem Ergebnis kommen? Ja? Das können Sie prüfen und das Schöne an der Mathematik ist, die hat mit der realen Welt nichts zu tun. Das heißt, die reale Welt kann uns da auch nicht beeinflussen. Und wenn die Mathematik zum Beispiel sagt, ja, dass Ihre mathematisierte Software innerhalb der mathematischen Logik und der formalen Verifikation bestimmte Eigenschaften hat, dann hat sie die auch. Da können Sie jetzt nicht diskutieren. Ja? Und das Schöne ist, Sie können damit zum Beispiel alle Zustände und Fälle abdecken, die Sie vielleicht normalerweise gar nicht finden. Komme ich dann gleich noch dazu. Aber, Nachteil, Sie können jetzt nicht einfach hergehen, Ihren Code durch irgendeinen Compiler jagen, der macht dann die Mathematik-Magie und dann passt das. Sie müssen natürlich irgendwie Ihren Code in eine Form bringen, sodass die formalen Modelle, also die Algorithmen, Zugang haben und das Ganze durchprobieren können oder durchrechnen können. Ja, das gibt's. Aber man muss halt irgendwie dazu Werkzeuge verwenden, eine Beschreibungssprache. Und das Wichtige ist, Sie müssen auch wirklich genau wissen, wie Ihre Software dann ausschaut. Das heißt, das ist eher was für die Implementation. Aber das ist eine Mischung aus Secure Design und Secure Coding. Sie können ja einen Teil, wenn Sie gut gekapselt haben, mit formalen Methoden prüfen und dann die ganze Software modulweise implementieren. Das nächste, Kryptographie, ich habe es jetzt hier der Vollständigkeit aber erwähnt, ja, weil ich kenne kaum eine Software, die ohne Kryptographie mittlerweile auskommt und wenn es halt Hashes sind. Ja. Aber das Blöde ist, Sie haben dann da immer wieder die Zutaten, die es dann kompliziert machen. Sie haben Protokolle und Daten und Schlüssel und vielleicht Schlüsselverwaltung und dann haben Sie Tokens und Sessions. Das ist ein bisschen schwierig, wird man gerne an Bibliotheken auslagern, aber das sollte man zumindest beherrschen. Hash-Funktionen habe ich schon erwähnt, die brauchen Sie auch. Das Blöde ist halt nur, die gibt es halt in mehreren Formen und Farben wieder und manche sind halt für gewisse Dinge geeignet und manche nicht. Und das muss man halt wissen. Dann haben wir die Authentifizierung, weil Verschlüsselung alleine hilft uns ja nichts. Jeder kann irgendwas verschlüsseln, aber wer hat es verschlüsselt, ist oft wichtig. Und das muss ich halt auch mit Authentisierung oder Authentifizierung lösen. Gut, aber nochmal zurück zum Secure Design. Also Sie müssen das von Anfang an in ein Konzept reinbringen. Man kann das Ganze auch nachrüsten, weil Software wird ja gelegentlich überarbeitet und dann kann man das vielleicht doch noch irgendwo einbauen. Im Idealfall beginnt das aber von Anfang an, also von der ersten Zeile Code weg und bestimmt zum Beispiel auch die Umgebung. Also wenn Sie zum Beispiel bei der Designphase sagen, ja, wir nehmen FTP unverschlüsselt, dann wissen Sie, dass Ihre Software Grenzen hat. Ja, es gibt das immer noch, aber das muss halt irgendwie verwendet werden. Der Vorteil ist halt, wenn Sie Secure Design sagen, verwenden Sie Secure Coding automatisch, weil Sie können es nicht umsetzen ohne, ja. Deswegen ist Secure Coding auch oft Teil des Ganzen, weil es gilt nach wie vor dasselbe. Sie haben die Daten zu validieren, Sie haben Konstrukte, die man nicht mehr verwendet und Sie haben zum Beispiel auch Datenformate und Protokolle, die Sie nicht verwenden sollten. Ja? Es gibt Datenformate, die sind unmöglich zu validieren, weil Sie so viele Freiheitsgrade haben.
Und das Wichtige ist aber, das Secure Design ist nicht nur am Anfang und dann passt das, ja, sondern Sie müssen das durchs ganze Projekt bis zum fertigen Softwareprojekt mitziehen, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, Sie müssen auch überlegen, ob das User Interface passt. Ja, wenn das User Interface schlecht gebaut ist, dann wird vielleicht ein Benutzer oder eine Benutzerin schlechte Entscheidungen treffen und da muss man nicht die Benutzer beschimpfen, sondern wieso sollen die das wissen? Wenn das User Interface ihnen es unmöglich macht zu entscheiden, ob jetzt etwas okay ist oder nicht, wer soll es wissen, wenn nicht Sie? Ja? Dasselbe gilt halt für das Coding, für das Testen, da komme ich jetzt gleich auch fürs Deployment und natürlich für die Daten. Ja? Also im Zweifelsfall verwendet man vielleicht nicht gerade das Datenformat, was gerade im Trend ist, sondern irgendeins, was Sie verstehen und was man gut bearbeiten kann. Ja? Beschränkungen. Wenn was kaputt ist, bleibt das auch so. Ja? Es gibt da große Diskussionen, ob das jetzt für die x86-Architektur zutrifft oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber Sie können gewisse Architekturentscheidungen treffen, die Sie dann einfach festlegen und wenn Sie eine defekte Architektur wählen, dann müssen Sie damit leben. Ja? Das gilt jetzt nicht nur für die CPU, sondern das gilt halt auch für Ihre Lieblingssprache. Ja? Wenn Sie gerne in einer bestimmten Sprache programmieren und die Sprache Ihnen nicht so wirklich helfen will, ja, oder gewisse Sachen nicht gehen, dann haben Sie halt das auszubaden. Und ich kann Ihnen schon sagen, von Softwareentwicklung, die Workarounds beginnen so circa 10 Minuten, nachdem Sie anfangen, irgendwas zu machen, weil irgendwann kommen dann die Annahmen ins Spiel und irgendwann sagt man, ja, jetzt mache ich erstmal die Logik und dann mache ich die Fehlerabfragen. Ah je, es funktioniert, ich habe einen Prototyp, na gut, dann machen wir es später. Ja, das kann einfach passieren, aber das gilt auch für Details, ja, weil ich eben gesagt habe, es gibt Dateiformate, die können Sie kaum wirklich gut checken. PDF ist ein klassisches Beispiel. Die PDF-Specs haben tausende von Seiten. Ja? Da sind Dinge spezifiziert, wo man sich halt wirklich an den Kopf greift. Ja? Unser Grafiker hat mal gemeint, PDF ist digitaler Bleisatz mit JavaScript. Ja? Und da hat er gar nicht so Unrecht. Dasselbe gilt für Office-Dokumente. Hier steht auch kein Hersteller, weil es völlig egal ist, welches Office-Dokument ich verwende. Die haben so viele Funktionen. Also, ich weiß nicht, wofür alles. Ja? Also die Frage ist nur, brauchen Sie das wirklich? Ja? Das ist die einzige Frage, die Sie beantworten müssen. Dann schauen Sie halt bei den Protokollen, wenn es irgendwie geht, gleich von Anfang an verschlüsseln und SSL verwenden oder nicht. Aber da können Sie sich halt schon viel Arbeit ersparen später. Und ein Tipp, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber beginnen Sie gleich mit Fehlern. Wenn Sie eine Software schreiben, bauen Sie Fehler ein im Sinne von, schauen Sie mal, was die Software macht, wenn sie Fehler trifft. Ja? Weil wenn alles funktioniert, das ist ja fad, aber was passiert, wenn Teile Ihrer Dinge, die Sie annehmen oder Ressourcen, die Sie brauchen, nicht funktionieren, nicht vorhanden sind, dann sollte irgendwas passieren, was Ihre Software kennen sollte. Da gibt es zum Beispiel einen netten Trick, das verwenden die Linux-Kernel-Developer. Sie können nämlich jetzt Instabilitäten in beliebige Software einbauen auf zwei Arten. Entweder Sie manipulieren Code, oder Sie manipulieren Daten. Oder beides. Ja? Das sind die Möglichkeiten, die Sie haben. Egal, was Sie machen, wenn der Code auf einen Fehler trifft, muss er richtig handeln. Im Sinne von Airbags bleiben erstmal drin. Ja? Und wichtig, es darf kein undefiniertes Verhalten geben. Also ich gebe zu, ich komme von Assembler und C, das heißt, ich habe so einen gewisse Vorurteile. Ja? Aber viele Leute lästern über C und C++, verwenden aber Konstrukte, die von Haus aus schon, wo der Standard sagt, naja, wenn du das machst, ist das ganze Programm undefiniert. Dann wundere dich halt nicht, wenn es explodiert oder raucht oder wie auch immer. Ja? Und dann sagen die Leute, na, die Sprache ist unsicher. Naja, in der Mathematik, wenn ich durch 0 dividiere, was mache ich dann? Ja? Wenn ich das unbedingt will, ja, muss ich halt überlegen, was passiert. Aber es gibt Code, der tatsächlich in dem Moment, in dem Sie gewisse Operationen durchführen, ein undefiniertes Verhalten hat und dann müssen Sie halt damit leben. Wenn wir das nicht wollen, müssen Sie halt aufpassen und Sie müssen dann auch bei der Validierung schauen, dass Sie da gar nicht erst reinkommen. Ja? Wie macht das jetzt der Linux-Kern? Und zwar, da gibt es ein eigenes Framework für künstliche Fehler. Ja? Bedeutet, Sie sabotieren gezielt oder ungezielt Funktionsaufrufe. Sie können konfigurieren, ob das immer schief geht, mal schief geht,
wie oft, mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Sie können das so ziemlich auf alle Komponenten vom Linux-Kern ausdehnen. Ja. Das wird verwendet von den Linux-Kernel-Developern tatsächlich zum Entwickeln, kann man super leicht verwenden, ist Teil vom Standard-Linux-Kern, also Sie müssen auch gar nicht durch Reifen springen und irgendeinen Code kompilieren und Sie können es ziemlich leicht durchs Dateisystem konfigurieren. Ja? Und das schaut zum Beispiel so aus, wenn man ein Filesystem baut, ja, dann aktiviere ich mein Debug-Filesystem, gehe mal in das Verzeichnis, wo die Fehlerrate beschrieben ist, sage, okay, ich hätte jetzt gern 10 Fehler pro Sekunde, wenn es einen Fehler gibt, immer und möglichst immer, also nicht für die nächsten 10 Sekunden, 30 Sekunden, Stunde, sondern immer. Ich will, dass immer Fehler passieren. Ja? Und wenn ich das hier aktiviert habe, ja, dann weiß der Kern, okay, der will halt einfach jetzt das Systemcalls nicht funktionieren. Und was man dann zum Beispiel macht, in dem Fall ist es ein Beispiel von den LogFS-Entwicklern, das ist ein Dateisystem, die mounten jetzt ihr Dateisystem, ja, und schalten dann einen Fehler ein. Das heißt, alles, was das Dateisystem jetzt macht, geht schief. Und dann kriegen Sie hier einen Output, den Sie jetzt wahrscheinlich gar nicht lesen können, aber in den Slides geht das ein bisschen besser. Aber Sie sehen jetzt hier, dass ein Log geschrieben wird vom Kern, der hat gesagt, das geht jetzt nicht, hier ist ein Fehler, dieses Syscall hat nicht funktioniert und Ihr Filesystem muss jetzt damit klarkommen. Es ist keine Option, jetzt sich aufzuhängen, zu sterben oder was auch immer. Das Filesystem muss jetzt irgendwas tun, weil es geht um Ihre Daten. Ja? Und es muss sich zumindest sauber beenden und erklären, was schiefgegangen ist. Und das wird tatsächlich verwendet im Linux-Kern. Das nächste, was Sie machen können, Sie können mit den Daten ein bisschen spielen. Da gibt es einen eigenen Begriff namens Fuzzing. Ja? Fuzzing verwendet Zufallszahlen, Zufallsdaten für alle Tests. Fuzzing ist auch nicht neu, es gibt es eigentlich schon seit den 50ern. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, es gab damals diese Lochkarten, auf denen Code gespeichert wurde und Daten. Kann man auf Wikipedia bestaunen, aber es wurde mit Lochkarten verwendet. Was man früher gemacht hat, man hat einfach Lochkarten teilweise überklebt oder ausgeschnitten, hat die einfach reingelegt und geschaut, was die Software macht. Ja? Zufallsdaten. Wurde dann in den 80ern neu entdeckt als Forschungsthema in der Informatik. Und da gibt es jetzt relativ viele Tools und Strategien. Und was Sie halt machen können, Sie können halt komplett zufällige Daten nehmen, strukturiert zufällige, wo ein Teil korrekt ist und ein Teil nicht. Und Sie können das Ganze auch mit Code garnieren und dann da irgendwo Code auch randomisiert abarbeiten lassen. Ja? Es gibt einen Black-and-White-Box-Ansatz, das heißt, also entweder Sie nehmen einfach Daten und schauen, was passiert, oder Sie gehen in den Source-Code und tun es gezielt anwenden. Ist ein Standardwerkzeug für Softwareentwicklung und Zufall, was heißt jetzt was? Ja, also Zufall hat jetzt einen Nachteil. Wenn Sie völlig zufällig testen und Sie finden einen Fehler und Sie haben die Daten nicht aufgehoben, die Sie generiert haben, wissen Sie nur, irgendwas ist schiefgegangen. Sie können dann vielleicht am Code noch schauen, was, aber wenn Sie die Daten nicht haben, haben Sie ein Problem. Das nächste ist, Sie können zum Beispiel schon an der Validierung scheitern und dann ist die Codeabdeckung geringer. Wenn Sie Code ablaufen lassen, hat er eine gewisse Abdeckung. Also angenommen, Sie haben jetzt ein Datenverarbeitungsprogramm oder wie auch immer. Zum Beispiel, Sie wollen JPEGs konvertieren. Jetzt ist der Anfang schon kein JPEG, also der Validierungscode wirft einen Fehler und der Rest des Codes wird dann gar nicht ausgeführt. Ja? Das ist irgendwie blöd. Ja? Und nachdem Sie die Daten aufheben müssen, falls es schief geht, haben Sie sehr viele Daten, die Ihnen wahrscheinlich nichts nützen und eine Codeabdeckung wahrscheinlich von weniger als 10%. Ist aber trotzdem nett für Stresstests, wenn Sie wissen wollen, okay, was schafft denn die Software so? Also wie viele Fehler kann sie denn aushalten? Wenn Sie das aber mischen, wird das Ganze effektiver. Dann kommen Sie schon mal an der Validierung vorbei, dann kommen Sie tiefer in den Code rein und dann wird es halt spannender. Ja? Da können Sie einerseits die Validationslogik nochmal genauer testen, weil Sie sagen, hey, ich bin ein JPEG, aber pass auf, ja, kommt noch mehr. Ist ein bisschen effektiver, weil Sie kommen mal am Anfang vorbei, kommen dann tiefer in den Code und können mehr Code testen. Ja? Und wie kann ich das jetzt durchführen? Weil ich habe schon gesagt, es gibt Tools dafür. Ein bekanntes ist American Fuzzy Lob. Das ist sogar auch eine Zuchthasenart, warum auch immer das so gewählt werde, aber wahrscheinlich wegen Lob und Loop. Ja?
Das ist ein Tool, mit dem Sie Fuzzing automatisch betreiben können. Es ist gebaut für C und C++ Code. Sie haben aber ähnliche Tools auch für andere Anwendungen. Ich verwende es halt ganz gern, weil ich da mehr programmiere. Was das nämlich im Prinzip macht, ist, also Sie haben einen Code, den bereiten Sie vor für AFL. Dann haben Sie Testdaten, die funktionieren, die korrekt sind. Und dann sagen Sie AFL, pass auf, hier sind die Testdaten, hier ist der Code, go. Und was AFL dann macht, ist, es schaut sich die Dateiformate an, analysiert die Syntax, analysiert, welche Teile was im Code auslösen, ja, und beginnt dann gezielt die Daten zu variieren mit Zufall, die auch wirklich was bringen, also wo der Code auch wirklich was tun muss. Ja. Sie können damit zum Beispiel Abstürze gezielt erforschen, und das Wichtigste ist, nachdem AFL das Dateiformat zuerst statistisch analysiert und dann schaut, wo kann ich was drehen, wo tut sich am meisten, minimieren Sie die Testfälle und maximieren Sie die Codeabdeckung. Und Sie können zum Beispiel auch noch verwenden, um die Abdeckung ein bisschen zu steigern, Wörterbücher, Statistik oder sowas, und AFL macht auch etwas. Wenn Sie die Daten eingeben, dann werden die modifizierten Versionen gespeichert. Das heißt, Sie können sich damit zum Beispiel auch einen Testkorpus aus schlechten Daten generieren, die bestimmte Dinge testen, und können die dann weiterverwenden für die Tests später. Ja? Und das Wichtige ist, ist es jetzt hier nicht das Ziel, Abstürze zu finden, auch, ja, weil die sollen nicht passieren, aber viel interessanter ist es, Dinge zu finden, Pfade durch den Code, wo der Code glaubt, dass er alles richtig gemacht hat, ein Ergebnis produziert, was aber falsch ist, ja, was er eigentlich hätte verwerfen müssen. Der Nachteil an AFL ist, Sie brauchen Ressourcen, das heißt, Sie können das schlecht auf einem Raspberry Pi laufen lassen, man kann, ja. Aber eine Anwendung, und ich finde es lustig, das hat der Developer in die Doku geschrieben, man braucht eine schnelle und fehlerfreie CPU. Ob es das gibt, weiß ich nicht, aber man kann es zumindest probieren. Und das nächste ist, nachdem AFL relativ viele Daten generiert, speichert, analysiert, Logfiles schreibt, brauchen Sie auch ein Dateisystem, was das schafft. Ja? Also Sie haben pro Test Milliarden von Schreib- und Lesezyklen. Das heißt, nehmen Sie irgendein Storage Backend, was das aushält, und vielleicht keine SSD, die Sie noch länger verwenden wollen. Was hat AFL gefunden? Das sind Beispiele vom Entwickler. Ja? Das sind jetzt Beispiele, die sind noch verlinkt, zum Beispiel, wenn Sie kennen, es gibt mathematische Softwarebibliotheken, die mit großen Zahlen rechnen, mit groß meine ich wirklich groß, ja. Und der hat zum Beispiel keinen Absturz gefunden, sondern er hat zwei Bignum-Libraries, wie man sie nennt, gefunden, die für denselben zufälligen generierten Input zwei verschiedene Outputs liefern. Was stimmt jetzt? Weil Sie wollen ja, wenn Sie Numerik machen, dass das irgendwie stimmt. Ja? Und wenn zwei Libraries zwei verschiedene Outputs geben, ist das ein Problem. Und dann müssen Sie nachgehen. Ja? Dann gab es ja eine Image Library zum Bildbearbeiten. Die hat zum Beispiel für denselben Input mehrere Outputs produziert. Auch spannend. Dürfte jemand halt die Zustände intern nicht richtig zurückgesetzt haben. Dann haben Sie Bibliotheken, die Datenstrukturen serialisieren, deserialisieren. Compression Libraries, und das Wichtigste, was jemand mal aus Interesse gemacht hat, das war ein Forschungsprojekt, ich weiß nicht, ob Sie den Heartbleed Bug kennen, der, glaube ich, 2012 so über die Welt ging, ein Bug in der OpenSSL Library, mit der man Speicher von Servern auslesen konnte, die Verschlüsselung anbieten. AFL hat das nachgestellt, also jemand mit AFL hat OpenSSL mit sich selbst reden lassen und hat darüber den Code gefunden, der tatsächlich den Heartbleed Bug enthielt. Ja? Das heißt, Sie können solche Sachen mit Fuzzing finden. Sie müssen natürlich den Output von AFL analysieren, aber AFL ist schon eine ziemlich gute Lupe. Ja? Wenn Sie das Ganze jetzt in die Cloud heben wollen, dann hat das erstens schon jemand gemacht. Da kann man auch teilnehmen. Das ist eine Plattform für Fuzzing von Google für freie Software. Ja. Sie können sich das aber auch selbst bauen, weil was hier nämlich passiert, ist Folgendes. Ja. Sie haben hier einen Developer, der schreibt Code und checkt ihn ein in ein Repository. Der schreibt aber auch zusätzlich noch Fuzzer, weil das Blöde ist, Sie können nicht einfach in der Software sagen, so und jetzt schau es dir an. Sie müssen schon irgendwie mal erklären, wie die Datenstruktur funktioniert und wo da mal was gedreht werden kann. Ja, so ganz ohne Input geht es nicht.
Aber was mit diesen Infos gemacht wird, es wird mal der Code gecheckt, es wird ein Bildprozess gestartet und wenn der Bildprozess funktioniert, und das haben sie auch teilweise schon in Softwareentwicklungsprojekten, die Continuous Integration verwenden, die machen ja eh bei jedem Commit ein Bild und wenn es geht, dann passt er mal. Aber bei dem Bild wird einfach noch ein Prozess eingebaut, nämlich die Fuzzers und die Datenstrukturen, die für Fuzzing verwendet werden, werden hochgeladen in einen Google Cloud Service und werden dann einem extra dafür gebauten Cluster zugefügt, der genug Ressourcen hat, um ihre Testbeispiele mal durchzuchecken. Ja? Da ist auch ein Teil AFL drin, teilweise eigener Code. Ich weiß nicht, ob der Code zugänglich ist, da müsste man im Projekt nachschauen. Aber was der nämlich netterweise macht, der bereitet diese ganzen Findings auf in ein Ticketsystem. Sie können dann als Developer nachschauen, na, was gibt's Neues, ja? Und können sich dann dran machen, diese Beispiele, die der Fuzzer gefunden hat, zu beheben. Ja? Das wird halt auch für kritische Software eingesetzt. Es gibt auch freie Software, die kritische Aufgaben übernimmt. Deswegen werden auch Deadlines hier mitgecheckt, weil es macht irgendwie keinen Spaß, wenn Sie einen kritischen Fehler finden und 20 Jahre später der Bug behoben wird. Ja? Das können Sie nur kommerziell machen, nicht mit freier Software. Das heißt, hier ist eine Feedback-Schleife drin, wo der Developer auch erfährt, was passiert. Ja? Das können Sie, wie gesagt, im Kleinen auch bauen, weil die Komponenten, die Sie hier sehen, für das exklusive Clusterfuzz, die sind alle da. Ja? AFL ist da, es gibt Fuzzer für andere Anwendungen, Programmiersprachen, gibt es für Java, gibt es für Python, PHP, für alle. Ja? Wenn Sie sowieso einen Prozess haben mit Continuous Integration, dann haben Sie ein automatisches Bildsystem sowieso und da müssen Sie nur die entsprechenden Hooks einbauen, den Fuzzer aufrufen, das Ganze aufbereiten. Das ist eigentlich für jemanden, der Software entwickelt, nicht so tragisch. Ja? Aber das ist die Idee des Ganzen. Und Google OSS Fuzz hat zum Beispiel auch schon ein paar nette Sachen gefunden. Also hier sehen Sie die Fehlerklassen. Ja? Das sind die ganzen Buffer-Overflows, Timeouts sind relativ häufig, Uninitialized Memory ist relativ häufig, wobei es könnte das oder das sein, das sehe ich jetzt hier nicht, Unknown Crashes, Leaks, Out-of-Memory Situations und diverse andere Dinge. Ja. Aber da ist die Ausbeute schon recht gewaltig und das Schöne ist halt, es kann durchaus sein, dass Sie mit Tests, Unit-Tests gar nicht so weit kommen. Ja. Ich habe jetzt neulich einen Testbericht gelesen von kryptografischen Libraries, wo zum Beispiel auch die Testsuits analysiert wurden, die dem Code beiliegen. Und es gibt zum Beispiel Projekte, die machen nur Positivtests. Das heißt, sie haben eine Liste von N Tests und alle nehmen funktionierende, echte Daten ohne Fehler und schauen, ob das Ergebnis positiv ist. Ist ein bisschen fad, ja, weil klar soll es auch funktionieren und Sie haben Referenzen, aber was ist, wenn ich jetzt Code nehme oder Daten nehme, die nicht richtig wohlgeformt ist? Und das können Sie mit Fuzzing in einer viel größeren Bandbreite viel effizienter machen, ohne dass Sie da händisch irgendwelche Codebeispiele oder Datenbeispiele schnitzen müssen. Ja, was hilft uns das? Was sollte man sich merken? Erstens, Secure Coding ist nicht Secure Design. Sie können einem Code, der defekt ist, nicht durch Secure Coding weil Secure Design bringt ein paar Anforderungen mit, die Sie normalerweise vielleicht nicht haben möchten wollen, ja. Weil Sie es wollen, was Sie wollen. Und es muss irgendwie integriert werden mit der Softwareentwicklung. Sie können beim Projektstart oder vorher sagen, so, wir verwenden jetzt Secure Design, check, nächster Punkt. Das reicht nicht. Sie müssen es auch wirklich integrieren. Nicht alle Applikationen werden das verwenden. Das ist die ewige Diskussion mit, warum haben wir nicht immer nur sichere Software. Es gibt Tools, die brauchen es vielleicht in dem Sinne nicht. Ja? Also ich weiß nicht, ich stelle da keins ein, aber es gibt hier Applikationen, die sind einfach klein genug oder nicht kritisch genug, dass man sagt, okay, muss ich das wirklich machen. Secure Coding schadet nicht, aber ob ich jetzt, ich nenne jetzt mal kein Beispiel, aber es gibt sicher Befehle oder Kommandos oder kleine Tools, die wir doch nicht brauchen, aber wer weiß. Ja? Das nächste ist, es gehen Sie davon aus, dass Ihre Lieblingshardware, Ihre Bibliothek oder Programmiersprache Defekte hat.
über die Sie drüber müssen, das sollten Sie wissen. Und verstehen Sie auch, dass Fehler immer ein Bestandteil von Softwareprojekten sind, am besten gesteuert, nicht ungesteuert. Und ein Tipp, wenn Sie sowieso schon Ihre Applikation testen wollen, dann machen Sie es doch gleich online. Ja? Sie müssen es ja nicht mit Produktivdaten machen, aber wenn Sie mal einen Server, eine Applikation oder was auch immer, wenn Sie so ein Ding, während es entwickelt wird, mal ein Jahr im Netz halten können, ohne dass Sie Gäste haben, ist das ja auch nicht schlecht. Ja? Sie müssen halt sicherstellen, dass die Welt davon weiß. Aber das lässt sich alles einrichten. Das ist natürlich nicht dasselbe wie Fuzzing oder Unit-Tests oder andere Dinge, die Sie in der Software verwenden, ja? Weil die Angreifer werden ja nicht den Gefallen tun und 100% Coverage erreichen, ja? Das müssen Sie schon selbst schauen. Aber wenn eine Applikation geeignet ist für ein nicht vertrauenswürdiges Netzwerk, und hier steht ja Netz, nicht unbedingt Internet, kann ja auch irgendwas anderes sein, ja? Und die Software sich darin behaupten kann, dann ist das schon mal gar nicht so schlecht. Sollten Sie vielleicht andenken. Gibt es Fragen zu diesem Thema? Möchte wer noch etwas wissen dazu? Es ist auch viel Hausarbeit drin. Also ich habe ein paar Links zusammengeschrieben, die sind da drin und die Slides auch noch verlinken. Dann können Sie da die Tools machen. Ja? Eine Anmerkung, ich kenne das unter dem Stichwort Katzentest. Katzentest? Katzentest, ja. Heißt, die Katze läuft über die Tastatur und die Software muss das aushalten. Genau. Das sind eher User-Interface-lastige Applikationen. Genau, ja. Also, Katzentest. Dass die Sozialversicherungsnummer gelöscht wird oder die Existenz vernichtet. Genau, ja. Also, ist genau das, was ich meine. Ja? Man soll sich mal damit spielen können. Und es gibt ja auch Webanwendungen, ich weiß es, es gibt Webanwendungen, die haben einen Demo-Server, der täglich gelöscht wird. Ja? Wieso nicht? Ja? Hier kannst du es ausprobieren und dann kann ich ja den Demo-Server beobachten. Und wenn sich wer damit spielt, dann habe ich ja schon mal ein paar Sachen gefunden. Ja? Das ist eine gute Idee. Fragen? Dann danke sehr.